Rufe jetzt Punkt 35, rufe jetzt Punkt 17 auf. Das ist die zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, 16. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften, Drucksache 20-9112 zu Drucksache 20-8657. Da erbitte ich die Berichterstattung von Kollegin Goldbach, die nicht da ist. Nee, haben wir das nicht. Helft bitte mal, eine Beschlussempfehlung herauszusuchen, Tagesordnungspunkt 17. Nur die Ruhe. Der Kollege Frömmrich übernimmt. Ich bedanke mich und übergebe ihm das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Das Stimmverhältnis CDU, Bündnis 90, die Grünen bei Enthaltung von SPD, AfD, Freien Demokraten und Die Linke. Vielen Dank. Ich finde, das ist ein Beifall wert. Wortmeldungen liegen nicht vor, sowohl bei den Fraktionen wie auch bei der Landesregierung, sodass wir zur Abstimmung kommen. Jetzt erspare ich uns allen, das alles noch einmal vorzulesen, was ich vor einer Minute schon einmal vorgelesen habe, und frage deshalb, wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Drucksachenform 20-9112 zu? Den bitte ich um die Handzeichen. Das ist die Fraktion der Bündnisgrünen, das ist die Fraktion der CDU und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich der Stimme? Jetzt rate ich mal, das ist die AfD, die FDP, die SPD und die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf mit der Mehrheit der Bündnisgrünen und der CDU beschlossen worden und wird hiermit zum Gesetz erhoben.